spricht Herr Dr. Blex. Ja, Frau Präsidentin, sehr geehrte Abgeordnete. Als ich den Antrag der SPD-Fraktion zum ersten Mal las, musste mir doch verwundert die Augen reiben. Da stehen doch tatsächlich Dinge wie Arbeitsplätze sichern durch Windkraftausbau und Aussicht auf günstigeren Strom. Wissen Sie eigentlich nicht, wie sich die Strompreise in den letzten Jahren entwickelt haben? Aber dazu später mehr. Windkraft ist von allen zwangssubventionierten Zufallsstromerzeugungsarten sicher die schädlichste für Mensch und Natur. Windkraftanlagen zerstören maßgeblich unsere Kulturlandschaften. Und dabei sind die meisten der heutigen Windmühlen deutlich kleiner als die jetzt errichteten 200 Meter plus Monster. Neben der optischen Umweltverschmutzung gefährden Windkraftanlagen die Gesundheit unserer Bürger durch Lärm und Infraschall, Schattenwurf und Blinksignale und durch die Freisetzung krebserregender Partikel beim Abbrand einer solchen Anlage. Übrigens optisch gesehen ein schöner Anblick. Windkraftanlagen in Wäldern zerstören mit riesigen Schneisen den Lebensraum der Waldbewohner. Nun gut, auch für die Grünen, da haben es halt die Vögel nicht mehr so weit bis in den Tod. Jährlich werden hunderttausende Vögel durch Windkraftanlagen zerhackt und noch mehr Fledermäusen werden durch die Druckschwankungen die Lungen zerrissen. Aber das stört die Windkraftideologen ja nicht. Diese Tiere sind ja für eine scheinbar gute Sache verendet. Ihre Opfer auf dem Altar der Church of Global Warming. Die Hälfte der Masse einer Windkraftanlage steckt in gigantischen Stahlbetonfundamenten. Das sind bei 200 Metern Monstern etwa 3500 Tonnen Stahlbeton. Allein die Fundamente vierer solcher Monster wiegen so viel wie die gesamten Panzer unserer Bundeswehr. Und meine Damen und Herren, ich wage die Prognose, dass die Mehrheit dieser Fundamente nie zurückgebaut werden wird. Es sei denn, Sie und Ihre grünen Freundinnen möchten sich umweltfreundlich mit Hammer und Meißel betätigen. Aber viel eher werden sich in 10.000 Jahren die Archäologen über eine seltsame Kultur in Mitteleuropa wundern, die wohl riesige Stahlbeton-Rundgräber angelegt hat. Neben diesen Gefahren haben Windkraftanlagen wie alle Zufallsstromerzeuger eklatante technische Unzulänglichkeiten. Denn, meine Damen und Herren, der Wind weht, wann er will. Und so nebenbei bemerkt für die Grünen, die Sonne scheint nachts per Definition nicht. Um den Strombedarf Deutschlands für lediglich 12 Tage zu speichern, bräuchten sie 20.000 Gigawattstunden an Speicherkapazität. Dafür müssten sie lediglich die gesamte Speicherkapazität Deutschlands ver-500-fachen. Das können sie machen. Das kostet sie lediglich läppische 4.000 bis 5.000 Milliarden Euro. Aber das Geld anderer Leute war ja für Linke und Grüne noch nie ein Problem. Ach ja, größere Zwangsumsiedlungen wären dann auch vonnöten. Auch die technisch Unbedarften, ich schaue bewusst Sie ja an, unter Ihnen sollten verstanden haben, dass Windmühlen unser Land nicht verlässlich mit Strom versorgen können. Nur dank der Zwangssubventionen des EEG werden sie überhaupt gebaut. In der Windkraft gibt es keine sicheren Arbeitsplätze. Das sind nämlich faktisch hochsubventionierte Arbeitsplatzbeschaffungsmaßnahmen. Dank Herr Trittin, aber auch dank Frau Merkel, werden wir dieses Jahr bereits über 25,5 Milliarden Euro an Zwangssubventionen auf unseren Strompreis bezahlen. Der Strompreis hat sich in den letzten 16 Jahren verdreifacht. Und wir zahlen mittlerweile mehr als doppelt so viel wie die Franzosen für unseren Strom. Und Sie trauen sich, etwas vom günstigen Strom zu schreiben? Der Zweck von Windkraftanlagen ist deshalb auch nicht primär die Produktion von technisch minderwertigem Zufallsstrom, der die Netzstabilität gefährdet, die Netzkosten explodieren lässt und das Blackout-Risiko erhöht.
Der eigentliche Zweck von Windkraft ist es, auf Kosten der Bürger die Taschen der grünen Ökoprofiteure zu füllen. Jeder weitere Ausbau der Windkraft wird den Strompreis weiter explodieren lassen und dazu beitragen, dass die Industrie aus Deutschland abwandert. Und mit jedem verschwundenen Industriearbeitsplatz verschwinden die Zukunftschancen unserer Kinder und der Wohlstand unseres Vaterlandes. Und an Sie gerichtet, wir können nicht alle Sozialarbeiter, Musikpädagogen oder lebenslange Berufspolitiker werden. Wir werden Ihren Antrag ablehnen. Danke, Herr Dr. Blex.